Hallo meine Beauty-Bunnies und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da mit dabei seid beim neuen Video. Ja, ich wollte heute mit euch zusammen die Brigitte-Box auspacken. Was habe ich noch eingepackt? Ich weiß, ich bin die Letzte auf dieser Party. Oder ziemlich die Letzte. Die Brigitte-Box ist jetzt schon seit etwa 3,5 Wochen bei mir, aber ich kam einfach nicht dazu. Es gab so coole Produkte, die ich euch einfach vorstellen wollte. Deswegen kommt jetzt erst das Unboxing zu der Brigitte-Box. Also wenn du wissen möchtest, was sich darin verbirgt, dann bleib auf jeden Fall dran und viel Spaß beim Schauen. Wir packen das also mal aus. Papier. Ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht. Ich habe auch noch nicht reingeguckt oder bei anderen, was drin ist. Oh, sogar eine persönliche Nachricht. Liebe Elo, die goldene Jahreszeit naht und auch die Ausgabe der Brigitte-Box bringt dich zum Strahlen. Unter dem Motto glanzvoller Auftritt lässt sie dein Herz höher schlagen und versorgt dich mit exklusiven Produkten. Viel Freude beim Ausprobieren. Dankeschön, das werden wir doch mit Sicherheit haben. Wie immer kommt eine Zeitung ganz unten. Das ist einmal die Brigitte Woman. Ganz nah bei dir, aktuelles Thema, trotz Corona. Running Gag dieses Jahr, ne? Ja, gut. Dann ist da direkt ein weiteres Produkt drin, was nicht in der Kiste liegt, nämlich Kolonne 0, alkoholfrei, unser Rosé 2019 prickelnd, in Co-Produktion mit dem Hause irgendwas, schäumendes Getränk, alkoholfreier Wein. So ein Sektchen, ne? Das kann man immer gebrauchen von alkoholfrei, geht also immer, die Ausrede zählt nicht, ich muss da noch fahren, perfekt. Und jetzt kommen wir zu diesem Schätzlein. So sieht die Brigitte-Box in diesem Monat aus. So ein Glitzer vorne drauf. Also allerdings nur gedruckt. Ist nicht wirklich, dass man es fühlt. Brigitte, aber trotzdem wie immer sehr schön. Ich finde die Farbe total toll. Und das machen wir mal auf das gute Stück Schleifchen auf. Also wie du siehst, ich habe es wirklich noch nicht aufgemacht. Ich reiß das einfach auf, ne? Das erste Produkt lacht mich an. Und zwar My Sweet Table Mini Kugelhupfe. Kommt mit 9 Stück. Lass bitte keine... Okay, es sind keine Nüsse drin. Ich kann es also essen. Deswegen habe ich gerade kurz gestoppt. Von Dr. Oetker. Habe ich noch nicht probiert, bin ich gespannt. Aber ich glaube, die gönne ich mir für meine Pause auf der Arbeit. Da braucht man sowas. Definitiv. Das mache ich jetzt also nicht auf. Hat schon mal von euch mal probiert? Ich kenne so andere Küchlein von Dr. Oetker, finde die ganz lecker. Die habe ich jetzt noch nicht probiert. Ja, ich denke, was kann man immer gebrauchen? Was zu essen ist irgendwie meins. Machen wir weiter mit der Box. Und das Erste, was du siehst und ich auch, ist diese Karte hier. Die tue ich aber erstmal weg, weil ich mich überraschen lassen möchte, was das für Produkte sind. Und am Ende rechne ich euch erst wieder aus, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Das nächste Produkt, was mir entgegenspringt, ist von Arganöl Marokko, das Repairing Shampoo. Und das kann ich sehr gut gebrauchen wegen den blondierten Haaren. Muss immer irgendwas mit Repair rein. Ohne läuft es einfach nicht. Und ich sehe auch, dazu kommt, glaube ich, die passende... Spülung. Ja, der Conditioner, der passende ist ebenfalls dabei. Und ich finde das super, dass es nicht nur das Shampoo gibt, sondern auch den Conditioner. Dann kann man das zusammen testen. Sehr gut. Werde ich auch testen. Und ich glaube, ich werde es mögen. Das nächste Produkt, was mich auf jeden Fall gerade anspringt, ist von Lirac. Und zwar Lift Integral. Eine Gelcreme fürs Dekolleté und Hals. Man sagt immer, man erkennt das Alter einer Frau im Hals, weil der nie eingecremt hat, im Gegensatz zum Gesicht. Und seitdem ich das weiß, creme ich auch meinen Hals, mein Dekolleté mal mit ein. Der hier ist 10 ml drin und ich hatte schon mal eine Creme, als Primer habe ich die aber benutzt von Lirac, fand die sehr gut und bin deswegen gespannt. Schade ist natürlich nur, dass es so ein Pröbchen ist von 10 ml, weil das ist schon eine größere Fläche jetzt als im Gesicht, ne? Das ist so mehr. Ich wollte mal wissen, wie die so riecht. Ach, gar nichts. Klein und rosa. Doch. Riecht blumig und frisch. Ja. Ich benutze aber auch meine ganz normalen Tagescreme, auch für meinen Hals, mein Dekolleté. Ich nehme jetzt nicht eine extra Creme. Schön, dass man das dabei hat, um mal zu testen, ob das irgendwie mehr ausmacht, als so eine Creme, die man sonst so normal verwendet. Das nächste ist eine Wimperntusche und zwar von L'Oreal, die Volume Million Lashes. Die hatte ich auch schon sehr häufig gehabt, aber ich weiß, dass meine Mama sie so abgöttisch liebte, weswegen sie die bekommt.
Ich habe auch einige. Freue mich aber, dass die da drin ist. Es ist ein wirklich gutes Produkt, wenn du also auf schöne Wimpern stehst, die auch sehr definiert sind, ist das bestimmt was für dich und würde ich mir auch mal einen Laden anschauen. Gar nicht so schlecht. Und schön, dass sie in der Box drin ist, einfach mal so zum Testen. Ein nächstes großes Produkt für die Haare ist von L'Oréal Elnett duftneutrales Haarspray mit starkem Halt. Brauche ich jetzt nicht so, würde ich jetzt sagen, cool, da war ich mir für Karneval auf. Aber ist ja nicht, ne? Ja, also ich benutze einfach kein Haarspray. Es gibt bestimmt viele, die sich dazu sehr zu freuen, wenn sie jetzt ihre Zöpfchen so knoten und flechten. Aber wie du siehst, ist nicht so meins. Hier steht übrigens drauf, duftneutral, habe ich gerade vorgelesen. Ich gucke, ob das wirklich so ist. Nein. Es riecht nach Haarspray. Für mich ist es nicht duftneutral. Riecht wie Haarspray. Okay. Ein kleines Produkt ist von CL, ein Deodorant-Spray. Das finde ich super, das ist so klein. Die sind 20 ml drin, ist übrigens vegan. Da stecke ich mir gerne immer meine Handtasche rein. Das ist einfach nicht so groß wie so ein riesiges Deo. Das finde ich super, aber auch hier werde ich einmal dran schnuppern. Riecht ganz frisch, blümchenmäßig. Steht aber nichts drauf. Mein Lieblingsdeo steht drauf. Ohne Palmöl, ohne Aluminium, liebevoll frisch. Ja, der Duft passt dazu. So Deo geht einfach immer, wenn das drin ist, freue ich mich. Das braucht man immer. Also es gibt ja auch mal stinkige Tage. Ne? Da kann man ein bisschen mehr verwenden. Oh je, ich sehe es schon. Auch was für die Haare von L'Oréal Paris. Dunkelblond bis hellbraun, sofort Ansatz Kaschierspray. Magic Retouch. Für schonende und harmonische Ansatzabdeckung, selbst von grauen Haaren hält bis zur nächsten Haarwäsche. Trollgröße bis zu 30 Anwendungen. Und wisst ihr was, wir testen das jetzt. Das ist, glaube ich, nicht meine Farbe. Gucken wir mal, wie das funktionieren soll. Anwendung vor Gebrauch. Dunkles Handtuch um die Schultern legen. Wird übertrieben, braucht man nicht. Farbsprüher auf Kleidung vermeiden. Das ist ein altes T-Shirt. Produkt gut schütteln. Okay. Ich werde das unten drunter anwenden. Nachher sieht das blöd aus. Und dann. Ich muss übrigens wieder zum Färben. Ich habe nächste Woche einen Friseurtermin. Freue mich da drauf. Und, aber ich denke mal zum Testen vielleicht ganz gut. Nee. Das deckt nicht meinen Ansatz ab. Es ist orange. Nein. Nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das bei anderen. Bei mir funktioniert es nicht. Okay, wisst ihr Bescheid. Schade eigentlich, könnte so ein cooles Produkt sein, weil ich ja doch manchmal friseurfaul bin und dann eben nicht pünktlich zum Friseur hingehe. Aber wenn du jetzt mal guckst, also meine Haare wirken eher orange. Und der Ansatz ist trotzdem da. Ja, schade. Könnte cool sein. Ist es aber nicht für mich. Das nächste Produkt, was ich hier raushole, kommt in so ein Tübchen. Von Professor Herb Natural Mint und Eukalyptus Nachtcreme. Also Nachtcreme geht immer. Habe ich auf meinem Nachttisch auch stehen. Ich habe zwar schon einige mittlerweile, dank der Brigitte Box. Aber man braucht die ja auch. Und notfalls kann man jemand anders damit glücklich machen. Und es riecht 1A wie Vicvaporub. Sieht auch so aus. Wenn es denn hilft. Ich kann mir aber allerdings vorstellen, auch dass es für einige zu Irritationen der Haut führt. Ich habe mit Vicvaporub immer so ein bisschen Probleme gehabt früher als Kind. Und habe es dann einfach sein gelassen. Ihr seht schon, die Produkte sind diesmal so ein bisschen tricky. Aber es warten noch ein paar Produkte auf uns. Und von Eclat Nummer 154, ein Parfum. Und das finde ich immer super, wenn man mal so ein bisschen was anderes testen kann. Also ich bin sehr festgefahren, was meine Parfums angeht. Aber ich lasse mich auch gern zu was Neuem inspirieren. Kaufen es mir aber nicht selber. Ich denke, nee, verwendest du eh nicht. Das wollen wir direkt mal testen. Eine Duftprobe also. So sieht der Flakon aus. Ich finde das ganz hübsch, dass das so ganz reduziert ist und nicht zu viel. Das mag ich. Kopfnote ist zitronig. An irgendwas erinnert mich der Duft. Riecht auf jeden Fall gut, also angenehm.
Ich würde immer noch sagen, dass die Kopfnote zitronisch ist. Ein bisschen Zimt vielleicht. Ich kann das so schlecht erklären, den Duft. Auf jeden Fall würde ich diesen Duft nehmen. Ich muss die noch nicht selbst bezahlen. Ich bin mal gespannt, wie viel das kostet, das Parfüm hier. Riecht angenehm. Wenn der Duft sich jetzt gerade so ein bisschen entfaltet, riecht es eher so frisch. Ich finde auch so ein bisschen nach frischer Wäsche. Mag ich sehr gerne übrigens, wenn irgendwas nach frischer Wäsche riecht. Das ist genau mein Fall. Werde ich definitiv weiterverwenden. Ich bin gerade etwas irritiert, weil ich ein nächstes Produkt von CL rausgekramt habe aus der Kiste. Nämlich Mate Plus Deodorant Stick Mini Format für sensible Haut. Und ich hatte da gerade eben euch doch schon ein Deo vorgestellt. Das ist auch von CL, das Deodorant Spray für normale Haut und mit liebevoll Frische. Und das ist halt so ein Stick. Ja klar, kann ich das gebrauchen, aber ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn da statt zwei Deos vielleicht noch ein anderes Produkt drin gewesen wäre, weil zwei Deodorants, ja so da rieche ich jetzt auch nicht, glaube ich. Vielleicht ist das so ein Ding mit dem Soundfall, ich weiß es ja nicht. Zwei Produkte haben wir noch. Das nächste Produkt ist von Compete Blasenpflaster. Ich wusste übrigens nicht, dass es da irgendwie Unterschiede gibt. Ich dachte, es gibt einfach Blasenpflaster und das ist hier wohl speziell für Heil Heal Blasenpflaster. Ja, haftet sicher. Ihr kennt das bestimmt alle. Ich habe die normalen immer bis jetzt gehabt im Urlaub dabei. Nicht für High Heels, wie ihr das seht. Aber warum nicht? Kann man ja mal testen. Ich bin jetzt nicht so die High Heel Trägerin, weil ich wieder immer overdressed auf der Arbeit vorkomme. Deswegen lasse ich das meistens. Ja, aber ganz cooles Produkt. Ich glaube, das kann man auch so verwenden ohne High Heels. Ja. Ein letztes Produkt aus dieser Kiste ist von Hyperallergenic. Finde ich mega gut, die Marke übrigens. Was ist das hier? Ein regenerierender Lippenbalsam. Es hat geklappt auf Anhieb, mega. Ich habe sogar Probleme, das abzuziehen. Das dauert Ewigkeit bei mir. Ja, sieht aus wie so ein Lippenstift erst, aber ist wirklich... Ich kriege leider nur Parfüm. Ist wirklich wie so ein Pflegebalsam. Hat einen strengen Duft. Der Duft ist jetzt nicht so meins. Ich bin das, glaube ich, von Labello gewohnt, dass das einfach nach Vanille riecht. Ist aber mal was anderes. Warum nicht? Ich werde das mal eben schnell zusammenrechnen und euch dann sagen, was die Box gekostet hätte, hätte ich die Produkte einzeln gekauft. Ich habe mal zusammengerechnet, was die Box gekostet hätte, hätte ich die Produkte einzeln gekauft. Und da wäre ich bei 103,70 € gewesen. Ich finde das vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer wieder erstaunlich. Aber ich muss auch sagen, dass mir diese Box nicht so zugesagt hat, weil viele Produkte dabei sind, mit denen ich nichts anfangen kann oder Doppelungen dabei sind. Wie mit dem Deo und einfach so viel für die Haare ist einfach nicht so für mich. Ist aber immer eine Gefühlssache und ich kann mir bestimmt vorstellen, dass viele das super gut finden, dass endlich mal Produkte für die Haare dabei sind. Aber schaut euch mal an, wie wenig ich auf dem Kopf habe. Da lohnen sich solche Produkte nicht. Liebe Haarprodukte werde ich wahrscheinlich weitergeben, die meisten davon. Das Shampoo werde ich testen. Ich freue mich allerdings immer zu essen und trinken in so einer Box, weil ich da mal was anderes teste, als sonst ich essen würde oder kaufen würde. Also ich hatte mir das von Dr. Oetker sonst nicht gekauft, aber so kann ich super testen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es ist, dann lasst ein Video gerne einen Daumen oben da. Vielen, vielen Dank euch für eure Unterstützung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis dann. Tschüss!